Genauso wie der erste Teil, den fand ich auch so cool und die Geschichte ist einfach sehr, sehr cool. Wer es nicht kennt, es geht um Charlie. Heißt er Charlie? Charlie, ja. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es meinen Jahresrückblick 2017. Ja, auch ich mache einen Jahresrückblick. Auch wenn ich nicht wirklich viel Bücher gelesen habe. Aber dafür gute Bücher. Das Jahr 2017 war irgendwie nicht so das Lesejahr. Leider, es hat eigentlich gut angefangen, hat aber dann im Laufe des Ende des Jahres hin etwas nachgelassen. Ja, ich habe insgesamt 5,5 Bücher gelesen im 2017. 5,5, weil ich ein Buch noch aus 2016 mit in 2017 genommen habe. Ich fange mit dem Buch an, das ich Anfang des Jahres weitergelesen habe, noch aus 2016 mitgenommen habe. Und ich habe hier mein Handy mit Goodreads offen und da schaue ich euch nach, wie, da steht auch dabei, wie lange ich das Buch gelesen habe. Und begonnen hat das ja mit einem halben Buch, ne, wie gesagt, nämlich von Sebastian Fitzek, das Paket in dieser geilen Aufmache. Mit dem hat das Jahr begonnen, so halb angefangen. Ich weiß nicht, wie weit ich zu dem Zeitpunkt war, als ich es angefangen habe. Als ich zu dem Zeitpunkt war, als ich es angefangen habe. Als ich es angefangen Aber somit hat das Jahr eigentlich schon grandios angefangen. So grandios. Fitzek ist einfach genial. Das Buch hat auch 5 Sterne von mir bekommen. Und ich habe das Buch gelesen vom 31.12.2016 bis zum 4.01.2017. Also nicht wirklich lang. Also hatte ich auch sehr schnell durch. Und ich fand es mega genial. Es ist einfach genial. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte Fitzek-Buch, das ich schon gelesen habe. Und er konnte mich wieder überzeugen. Also Fitzek schreibt einfach so mega genial. Dann ging es extrem weiter. Mit einem fester Extrem-Roman, den ich bei meiner Monatsmotto-Buch-Challenge für die Aufgabe des Januars genommen habe. Dazu gibt es kein Video mehr geben. Ich habe die Challenge abgebrochen. Ich habe die Gruppe gelöscht. Ich mache keine Challenge mehr. Ich habe mir was anderes überlegt, was ich dieses Jahr auf jeden Fall machen werde. Dazu kommt aber noch ein Video oder ist schon online, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ging es extrem weiter für die Monatsmotto-Buch-Challenge. Gleich war die Aufgabe, liest dein neuestes Buch und das war zu dem Zeitpunkt das neueste Buch. Nämlich Fester Extrembahn 23. Stirbt, du Bastard, stirbt von Jan Koslowski. Nicht richtig, lässt sich schnell lesen. Habe ich, glaube ich, auch sehr schnell gelesen, muss man gucken. Obwohl, nicht ganz. Vom 8.01.2017 bis zum 22.01.2018. 2017. Ja, hat sie etwas, habe ich etwas länger gebraucht dafür, obwohl es so dünn ist. Aber man hat auch nicht immer jeden Tag Lust zu lesen. Und Januar ist die Zeit, wo wir nach dem Urlaub wieder das Arbeiten anfangen und da blieb halt nicht mehr so viel Zeit. Genau der 8. Auch der erste war, glaube ich, sogar der erste, oder nein, noch nicht. Das war noch der Tag vor den Ferien, vor Ferienende. Und dann ging es eben wieder los mit Arbeiten. Und da hat man dann eben nicht mehr so viel Zeit zum Lesen und da schleift das dann schon etwas hin, wenn man wieder frisch anfängt nach den Ferien zu arbeiten, dann zieht sich das eben. Und muss sagen, dieser feste Extremroman war dann wieder etwas schwächer. Dafür, dass es ja mit einem sehr guten Buch angefangen hat, hat es hier etwas nachgelassen. Das Buch hat von mir 3 Sterne bekommen und es geht um die Krankenschwester Claire. Ihr Vater hat ihre Kindheit war die Hölle und ihr Vater ist eigentlich für sie nicht ihr Vater, weil er sie in ihrer Kindheit sexuell misshandelt hat und missbraucht hat. Und dann plötzlich ruft ihre Schwester an, also auf dem Klapptext steht ihre Schwester, in der Geschichte war es nicht ihre Schwester. Und sie erzählt ihr, dass ihr Vater im Sterben liegt. Jetzt will Claire Rache schwören, aber Olivia hat ihr nicht die Wahrheit erzählt. Sehr, sehr interessante Thematik, aber die Umsetzung war nicht so gut. Ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Es hat sich lange gezogen, bis überhaupt etwas passierte. Und richtig extrem war es jetzt in dem Fall auch nicht. Deswegen ging es einfach etwas schwächer weiter. Dann ein Buch, das dann wieder mega cool war, der zweite Teil einer Reihe, haben wir bei einer Lesenacht angefangen. Eine Lesenacht mit Steffi von Steffis kleinen Bücherexpress und dem Büchernixen zusammen. Dann haben wir bei Steffi das Buch gelesen in einer Lesenacht.
ist der zweite Teil, nämlich Nightmares, die Stadt der Schlafwandler von Jason Segel und Kirsten Miller. Und dieses Buch ist so genial. Der dritte Teil ist noch nicht bei mir, muss ich aber unbedingt auch bald lesen. Und das Buch hat, glaube ich, von mir auch 5 Sterne bekommen. Kann das sein? Ja, 5 Sterne. Genau wie der erste Teil, den fand ich auch so cool. Und die Geschichte ist einfach sehr, sehr cool. Wer es nicht kennt, es geht um Charlie. Heißt er Charlie? Charlie, ja. Und Charlie hat immer wieder Albträume und irgendwann entdeckt er in dem neuen Haus ein Portal zu der Albtraumwelt. Und die Albtraumwelt tritt mehr und mehr in die Welt von Charlie ein, in die ganze Welt, in die echte Welt und versucht quasi die ganze Welt, die Weltherrschaft an sich zu reißen, die ganze Albtraumwelt. Und wie sie das verhindern in dem Buch, müsst ihr selber lesen. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Umsetzung. Für ein Kinderbuch sehr spannend und sehr interessant. Und auch Charlie als Charakter ist echt cool. Und für das Buch habe ich, steht das da? Das Buch habe ich am 4.2.2017 angefangen, da hatten wir die Lesenacht. Und habe es am 9.4. schon beendet. Also habe ich nicht lange dafür gebraucht. Und es war grandios. Grandios, sage ich euch. Ihr müsst es unbedingt lesen. Definitiv, wenn euch die Thematik interessiert. Es geht eigentlich im Grundprinzip darum, wie man seine Ängste unter Griff bekommt. Dann ging es ebenfalls sehr stark weiter mit einem Kurzgeschichtenband, der sehr cool geschrieben ist. Die Umsetzung finde ich sehr genial und das Cover ist auch so cool. Ich wiederhole mich nur die ganze Zeit. Der 13. Stuhl von Dave Shelton ist ein Kurzgeschichtenband mit mehreren Kurzgeschichten, verschiedenen Kurzgeschichten, aber ich glaube von einem und demselben Autoren. Aber in 13 verschiedenen, es sind 13 Geschichten. Ich kann euch mal vorlesen, was draufsteht. Dämonische Katzen und manische Schriftsteller. 13 Geschichten von klassisch bis modern. Und es ist nur der eine Autor, nämlich Dave Shelton. Und Dave Shelton hat es in diesem Buch geschafft, 13 Geschichten auf die verschiedensten Arten zu erzählen. Also er hat echt die verschiedenen Schreibstile benutzt, Erzählstile. Jeder hat irgendwie die Geschichte. Also es geht im Grundprinzip darum, dass, keine Ahnung wie er heißt, steht auch jetzt nicht da. Also auf jeden Fall in einem verlassenen Haus sitzt unser Protagonist, kommt da rein und sieht in einem Zimmer einen Tisch mit 13 Stühlen, auf denen auch auf den 12 Leute sitzen. Also in dem Raum sitzen 12 Leute, aber es sind 13 Stühle. Und der 13. Stuhl ist genau für ihn gedacht. Und er setzt sich dann hin und jeder der Leute in dem Raum hat eine Kerze vor sich und jeder erzählt der Reihe nach eine Geschichte, die horrormäßig sein kann, also von klassisch bis modern, wie gesagt. Auf jeden Fall alle Geschichten dabei, sehr, sehr gruselig, sehr, sehr interessant und auf jeden Fall auch sehr unterschiedlich erzählt. Und das fand ich so cool an dem Buch. Mir hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schaut es euch mal an, wenn es euch interessiert. Lässt sich auch sehr schnell lesen. Ich habe dafür 5 Tage gebraucht. Ich habe es am 10.04. begonnen, also kurz nach der Nachtwandlei, gleich drauf, und am 15.04. schon beendet. Ist auf jeden Fall cool gemacht und irgendwann ist auch der Protagonist selber dran mit seiner Geschichte und die ist auch sehr, sehr cool. Und das Ende fand ich sehr, sehr cool. Also alle Geschichten waren richtig gut und von sehr richtig gut bis mittelmäßig gut, aber keine schlechte. Bei dem Buch kennt ihr X-Faktor, das Unglaubliche und das Unfassbare. Genau so war es in dem Buch auch. Ich fühlte mich zurückversetzt zu dieser Serie. Wenn ihr die Serie nicht kennt, in der Serie geht es auch um so Geschichten, die erzählt werden und man muss dann erraten, ob die Geschichte wirklich so passiert ist oder nicht. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Sehr, sehr cool. Das Cover ist auch so cool, deswegen habe ich es eigentlich auch gekauft. Das Cover hat mich angesprochen. Dann neigt sich das Jahr langsam auch schon in dem Ende. Noch 2 Bücher. Und das nächste ist ein Thriller, der mich von der Thematik her so interessiert hat. Nämlich Murder Park von Jonas Spinner. Und dabei geht es ja um einen Rummelplatz, den die Personen, die Protagonisten in dem Buch umbauen wollen. Das ist ein alter Vergnügungspark. Der hat irgendwann früher, in der frühesten Zeit, vor 20 Jahren, genau, vor 20 Jahren, bevor die Geschichte spielt, war der Freizeitpark
Zodiac Park. Und in dem Zodiac Park sind Morde passiert, so dass der Park sie schließen musste und geschlossen hat. Und 20 Jahre später wollen neue Leute, wollen ein paar Leute den Park wieder aufbauen unter dem Namen Mörderpark, in dem Fahrgeschäfte und Buden gebaut werden, die allen Leuten Angst einjagen sollen und irgendwie ein Konzept dahinter stehen soll, in dem man live miterlebt, quasi wie das Ganze damals abgelaufen ist. Die Thematik fand ich sehr interessant, die Umsetzung leider nicht so ganz. Das Buch hat, glaube ich, von mir 4 Sterne bekommen. Also meine Meinung, das Buch lässt sich gut lesen, ich fand den Schreibstil gut, was mich aber störte, waren die Wiederholungen. Das Buch hat über 400 Seiten. Hätte man Wiederholungen weggelassen, wäre es mindestens 50 bis 70 Seiten kürzer. Die Charaktere wurden gut beschrieben, der Autor versucht durch Interviews die verschiedenen Charaktere zu beleuchten, kennenzulernen. Hat mir sehr gut gefallen. Man erfuhr auf diese Weise, in welchem Zusammenhang sie mit der Insel stehen oder mit dem Park an sich. Es war ein Verwirrspiel, man konnte nie genau sagen, wer jetzt der Täter war, weil es einfach jeder hätte sein können, weil ja auf dem Park, auf dem neuen Park, den sie öffnen wollen, wieder Morde passieren. Mit der Auflösung hätte ich so nicht gerechnet und das Ende hat mich eher enttäuscht. Auf jeden Fall empfehlenswert, könnt ihr euch mal anschauen, wenn euch die Thematik interessiert. Und das Buch habe ich gelesen vom 25.06. bis zum 8.07. Also geht eigentlich vom Zeitraum her. Und dann kam auch schon das letzte Buch 2017. Und das war wieder mega genial. Wieder ein Horrorroman, der mich umgehauen hat. Die Kannibalen von Candyland von Carlton Malick III. Und das kam ja schon so cool. Ist ein fester Roman, Horrorroman. Sehr dünn. Ohne Anmerkung des Autors, 156 Seiten. Das glaube ich, habe ich auch sehr schnell gelesen. Das Buch habe ich am 8.07. angefangen. Ich glaube spät abends noch oder so. Am 8.07. Am 8. August. Nein, Juni. Juni, Juli. Am 8. Juli habe ich begonnen und am Tag darauf habe ich schon beendet. Also es ist sehr dünn und lässt sich sehr schnell lesen und es hat 5 Sterne. Ein 5-Sterne-Buch, voll und ganz 5 Sterne. Und ich will unbedingt mehr von dem Autor lesen. Also es geht um Franklin Pierce und der hat in seiner Kindheit schon öfter die Zuckerfrau gesehen, die Candyfrau, die auch da auf dem Cover drauf ist. Die Zuckermenschen locken Kinder mit ihrem betörenden Duft, mit ihrem süßen Geruch und Duft zu sich hin und fressen sie auf. Niemand hat Franklin diese Geschichten immer geglaubt, ohne Beweise natürlich, glaubt ihm das keiner. Und Jahre später, als Erwachsener, findet er den Zugang zu der Welt der Zuckermenschen. Und was da alles passiert, müsst ihr selber lesen. Ach, hier war sehr, sehr genial. Der Schreibstil rasant und einfach genial. Die Spannung baut sich rasch auf und dann geht es alles rasend schnell, ohne langweilig zu werden. Im Gegenteil, es nimmt den Leser mit ins Candyland. Dieser Ort ist so toll beschrieben, dass man sich alles so bildlich vorstellen kann, als wäre man selber dort. Das fand ich so cool an dem Buch. Auch die Seiten sind rosa. Die Buchseiten sind rosa, was auch mal was Neues ist. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Die Gestaltung schon. Auch die detaillierten Beschreibungen der Charaktere und der blutigen Szenen sind so bildlich geschrieben, dass man sich fühlt, als wäre man selbst dabei und würde das ganze Massaker miterleben. Ein Buch, das definitiv ab 18 ist. Nichts für schwache Nerven. Aber richtig gut geschrieben. Genau. Mehr kann ich zu dem Buch auch nicht sagen. Es war genial und ebenfalls für Horrorfans auf jeden Fall ansehenswert. Sehr, sehr cool. Und das war das Jahr 2017 für mich lesetechnisch. Nicht sehr viel. Vielleicht wird es 2018 besser. Ich schau mal, ich hoffe es. Momentan sieht es eher nicht danach aus. Momentan lese ich wieder überhaupt nichts. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich noch 3 Bücher, die ich euch zeigen will, die noch 2017 bei mir eingezogen sind. Und für die würde es sich nicht extra lohnen, ein Video zu anzufangen. 3 Bücher haben sich bei mir eingeschlichen, noch vor Neujahr. Einmal Deadline von Rene Knight. Stell dir vor, der Thriller, den du liest, handelt von deinem Tod. Das klingt so genial. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Das klingt so cool. Ich glaube, das habe ich mal bei den Neuerscheinungen auch vorgestellt. Das klingt so genial. Ich verlinke euch die Bücher auch unten
ich erzähle jetzt nichts mehr zu den Büchern, weil sonst wird das Video noch länger. Klingt auf jeden Fall geil, handelt anscheinend von einem Thriller, von einer Dame, die einen Thriller liest, der von ihrer Geschichte handelt, die sie vor Jahren erlebt hat. Und es ist ein Thriller. Klingt so genial. Dann habe ich auch ein Mängelexemplar gefunden bei Norma. Und ich war so begeistert. Richard Layman mit Der Regen. Wieder ein neuer Richard Layman für meine Sammlung. Und den habe ich als Mängelexemplar für 3 Euro gefunden. Musste ich mitnehmen. Konnte nicht liegen bleiben. Und ist halt Richard Layman. Weiß nicht, worum es geht. Lass mich mal überraschen. Und das letzte Buch wollte ich auch schon Ewigkeiten haben. Und da gibt es auch einen Film dazu. Nämlich Er ist wieder da von Timur Firmis. Und das Buch kennt eigentlich bestimmt jeder. In dem Buch geht es um Hitler, 2011. Hitler kommt zurück, wacht auf irgendwo, der Grundstück in Berlin-Mitte. Ohne Krieg, ohne alles, ganz moderne Welt, alles läuft gut. Und wie Hitler das so findet und wie er sich zurechtfindet in 2011, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte nach, Jahrzehnte, nach dem Krieg, Jahre nach dem Krieg, nach seiner eigentlichen Amtszeit, bin ich schon sehr gespannt, soll sehr, sehr lustig sein, bin ich schon sehr gespannt drauf, freue mich drauf. Das war's mit dem Video, es ist bestimmt sehr lang geworden, tut mir sehr, 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 sehr leid. Habe die Bücher von denen, die ich 2016 gelesen habe, auch schon gelesen. Da schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und von den neuen Büchern, habt ihr da auch schon was gelesen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Und dann war es mit dem Video.